Hallihallo, hier ist Mailin. Ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstagmittag. Es ist bei uns jetzt der erste Schnee gefallen und ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, das Wetter. Gerne wollte ich jetzt heute mal live gehen und zwar mit einer aktuellen Erfahrung, die ich heute gemacht habe. Ich habe heute mit einer Schülerin telefoniert, die ich vor vielen, vielen Jahren unterrichtet habe, für einige Jahre. Und sie hat sich wieder bei mir gemeldet und hat wieder Lust, Klavier zu spielen. Was ich ja mega toll finde. Und es darf auch ruhig mal ruhen. Und ich meine, das Leben lebt und man hat, ist nicht immer gleich und man hat auch immer andere Bedürfnisse. Und dann, wie es halt auch immer ist, ja, dann ist mal was präsenter oder auch dann eben nicht. Und was jetzt, was ich dabei mit euch teilen möchte gerne, ist eben, weil ihr wisst ja, mein Anliegen ist es, den Klavierunterricht zu erneuern, neue Möglichkeiten zu geben, für den Klavierunterricht, für Klavierschüler, aber auch für Klavierlehrer. Das heißt, die Klavierlehrer zu ermächtigen und ihnen zu helfen, noch mehr Freude, noch mehr Leichtigkeit in ihrem Klavierunterricht zu haben. Und die Schülerin hat mir jetzt eben berichtet, dass sie jetzt gerade erst am Samstag hat sie jetzt wieder Klavier gespielt. Und das Tolle dabei ist, wir hatten darüber gesprochen, dass wenn man auf die ideale Weise lernt, das heißt, wenn man vernetzt, ganzheitlich Klavier spielen lernt, dass dann der Prozess eigentlich der ist, dass nach, selbst wenn man eine Pause macht im Lernen, im Klavierspielen, dass danach in der Zwischenzeit das Unterbewusstsein einfach die Fähigkeiten sich setzen können. Das bedeutet, dass eigentlich es danach sogar noch leichter geht. Und ihr wisst ja sicher, eben wenn man sagt, oder ich habe auch viele Schüler gehabt, die gesagt haben, ich habe in der Kindheit schon Klavierspiel gespielt, und aber ich habe alles vergessen. Und das ist halt eben extrem schade, wenn man das so sagt. Ja, dass man die Stücke dann wieder neu lernen muss. Auf jeden Fall, meine Schülerin hat gesagt, sie hat sich ans Klavier gesetzt, sie hat die Noten hervorgeholt und sie hat es spielen können. Und es hat funktioniert und es ging sogar leichter und entspannter wie vorher. Also sie hat deutlich gemerkt, wie sich in der Zwischenzeit Prozesse weitergelaufen sind, die ihr das Lernen jetzt wieder ermöglichen, da wo sie damals stehen geblieben ist, wenn nicht sogar an einem viel leichteren und an einem anderen Punkt, an einem anderen Standpunkt, wo sie mehr Überblick hat jetzt über das. Und das fasziniert mich einfach immer wieder aufs Neue, wie wir gemacht sind, wie wir gebaut sind und was möglich ist, wenn wir alle unsere Fähigkeiten, die wir von Natur aus in uns angelegt haben, wenn man diese wirklich, wirklich lernt, aktiv im Unterricht oder im Klavierspielen lernen zu benutzen und dann umzusetzen. Und da kam es mir in den Sinn eben, wie stark Freude und Fähigkeiten miteinander verknüpft sind. Das heißt, also wenn wir ein Klavierstück hören, wenn wir Musik hören und wir sind tief berührt und bewegt und wir freuen uns über das, was wir hören, dann ist es ja unser Wunsch, boah, ich möchte das auch spielen können. Es ist so schön, ich möchte das umsetzen können. So, und dann setzen wir uns ans Klavier und sehen die Noten vor uns. Hallo Beatrix, hi Andrea. So schön, dass du zuschaust. Hallo Rainer. Wow, heute Dienstag, wunderbar. Und das Problem dann dabei ist ja, dass wir auf so viele Hürden stoßen und es so komplex ist und dann schnell einfach dann so ein Frust entsteht, weil eben es braucht Fähigkeiten dazu, um das, danke für die Herzen, es braucht Fähigkeiten dazu, um in die Freude zu kommen. Das heißt, um mit Freiheit und in Leichtigkeit das, was wir jetzt spielen wollen, umzusetzen und zu spielen. Und genau das ist es. Also diese Fähigkeiten, darum geht es mir. Die ganzen unterbewussten Fähigkeiten, die jetzt sagen wir begabte Schüler nehmen oder Pianisten, die das einfach wirklich so im Fleisch und Blut drin haben, dass sie einfach nur einen Gedanken, sage ich, einen Gedankenimpuls senden müssen und dann kommt so eine Abfolge von Tönen und Impulsen, dass man das einfach wirklich bewusst provozieren kann. Das heißt, neues Lernen. Und das Erwerben von neuen Fähigkeiten, das, was ja das Ziel ist oder was eigentlich die einzige Möglichkeit ist, um Klavierspielen zu lernen auf so eine Weise, dass es nachhaltig ist, eben wie bei dieser Schülerin, die nach ein paar Jahren Pause, wo sie gar keine Taste mehr angerührt hat, wieder ans Klavier sitzt und ihre Stücke spielen kann
und wieder innerhalb von kürzester Zeit auf dem Stand ist, wo sie vor ein paar Jahren war, wenn nicht sogar noch entspannter und noch freier. Da brauchen wir Fähigkeiten dazu. Das sind einfach Hirnregionen, ja, die bisher nichts miteinander so zu tun hatten, die wir zur Arbeit locken, beziehungsweise wo wir einfach Techniken haben und die ich denen auch den meinen Schülern vermittle, wie sie einfach unterschiedlichste Teile miteinander verbinden können und über das assoziative Denken, über das Denken in Zusammenhängen, über das Denken in Bildern, in Bewegungen, wie man dann einfach so extrem, ein extrem starkes Netzwerk baut, schafft und das Hirn auf so eine Weise programmiert, dass eben ganz, ganz neue Nervenbahnen, noch immer so, also Nervenbahnvernetzungen im Gehirn entstehen können, die dann durch die Wiederholung, ja, durch das Einprägen und durch das immer auch in entspannter und in der richtigen mentalen Verfassung Wiederholungen, also Abläufe, das, was ja eigentlich dann das Üben ist, diese Nervenbahnen, die dann immer schneller funktionieren, die dann immer sich schneller zusammenfinden. Ja, es geht ja darum, dass, sage ich, ein Netzwerkmuster, also ein Aktivitätsmuster im Gehirn hervorgerufen wird. Und je nachdem, wo ich meine Aufmerksamkeit hinrichte, je nachdem, wo ich jetzt mehr aufmerksam bin und welche Dinge ich zusammenbringen will, desto andere Teile leuchten auf im Gehirn. Das ist ja logisch. Und auf der Weise nutzen wir einfach bewusste Prozesse, bewusste Methoden, bewusste Praktiken, bewusste Tricks und Eselsbrücken dazu, um das assoziative Denken anzusprechen und um komplexe und sonst eigentlich sehr abstrakte Zusammenhänge und Fähigkeiten, um die wirklich praktisch zu vermitteln und leicht umzusetzen. Umsetzen zu lassen. Und ja, da fällt mir auch eine Begebenheit ein. Eine Mama hat letzte Woche mir berichtet, eine Mutter, also sie ist Klavierschülerin von mir und sie hat ein Kind und ihre Tochter hat hier an der Musikschule Unterricht. Und ja, weil einfach auch der Weg zu weit ist zu mir und so weiter. Und dann hat die Mama aber ein Klavierstück gespielt und die Tochter war so fasziniert, hat gesagt, das gefällt mir so gut, ich möchte es auch lernen. Und tatsächlich, ja, es hat sehr viele Noten, also das, was das Kind sonst nicht gewöhnt ist, denn bei uns, bei mir haben die Schüler lernen mit vielen Noten und nicht nur mit ganz wenig, nicht nur so Pünktlein, die da zu suchen sind im Notenblatt, sondern die Klaviernoten, die meine Schüler zu lernen bekommen, ja, die sind voll und dadurch aber in Wirklichkeit viel einfacher zu lernen. Und das ist das Faszinierende. Aber das ist ein anderes Thema. Also auf jeden Fall hat die Mama dann ihrer Tochter ein Stück beigebracht. Dieses Stück, sie hat ihr gezeigt, wo sind die Gruppen, wie muss sie das denken, wie muss sie das erstmal vorbereiten, wo sind die Schneemänner und wo ist die Orientierung, wie orientiere ich mich auf den Tasten. Und dann hat die Kleine das spielen können. Und die Lehrerin, die ist vom Stuhl gefallen. Die war einfach von den Socken und hat gesagt, wow, wie ist das möglich? Und das ist eine Riesenfreude, wenn sogar die Eltern den Kindern das weitergeben. Also, das war jetzt mein Impuls zum Dienstag heute für euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wo immer ihr auch seid, was immer ihr auch tut. Habt Freude daran. Denkt an die Freiheit und denkt daran, wie schön es ist, wenn man sich auf eine ganz neue Weise selber kennenlernt und immer wieder neu entdeckt. Und es muss nicht am Klavier sein, das kann auch auf ganz anderen Wegen sein. Ja, darum geht es, das Leben zu bereichern. Also, in dem Sinne, einen wunderschönen Tag. Eure Maylin. Ciao.